Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Deutschkurs. Guten Tag, meine lieben Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Unser Deutschunterricht fängt wieder an. 亲爱的同学们，大家好，又到了我们德语课的学习时间，我是你们的舒老师。In der letzten Stunde haben wir uns in einem Lesetext mit der neuen Entwicklung der Arbeitswelt beschäftigt. 在上节课上，我们通过一篇阅读课文了解了职场世界的发展方向。Und in dieser Stunde werden wir einen Text hören und uns über eine neue Arbeitsform, nämlich Soho, informieren. 那么在这节课上，我们将通过一篇听力课文来了解一种新型的工作形式，也就是 Soho。Was versteht man darunter? Das erfahren Sie in den Hörtext. 那到底什么是 Soho 呢？我们的听力课文会给我们答案。Die rasante Entwicklung des Internets und der Mikrotechnik hat einen Wandel des Berufslebens bewirkt. 网络和显微技术的飞速发展引发了职场生活的变化。Einen Wandel bewirken, 引发变化。这里的 bewirken 就相当于 verursachen, hervorrufen, 引起的意思。而我们在讲单词的时候讲过 Wandel 就是 Änderung 的意思。Ein Großteil der Arbeitenden wünschte sich flexiblere Arbeitszeiten und einen flexibleren Arbeitsplatz. 这有两个比较级 flexibler 更灵活。大多数的工作者都希望可以得到更加灵活的工作时间以及更加灵活的工作岗位。也就是不必朝九晚五，不必天天到办公室去上班。Optimal wäre es dann natürlich, gemütlich von zu Hause aus arbeiten zu können. 所以，如果可以舒服地在家里工作的话，那当然是最优的选择了。So hätte man auch mehr Zeit für sich und seine Familie. 如果可以在家里工作的话，留给自己以及留给家人的时间也会变得更多。Deshalb ist eine neue Arbeitsform entstanden. Soho. 基于这样的理由，一种新型的工作形式就诞生了，那就是我们今天这节课要讲的 Soho。Wer über technisches Know-how und EDV-Kenntnisse verfügt,Der hat natürlich große Vorteile auf dem Arbeitsmarkt und kann diese neue Arbeitsform probieren. 谁要是既有技术，也会使用电脑来进行数据处理，那么他在劳动力市场上就有优势，而且可以尝试这种新的工作方式。Aber was ist eigentlich Soho?Welche Merkmale hat diese Arbeitsform und in welchem Bereich?Es diese Arbeitsform am häufigsten gibt. Das sagt uns ein Hörtext, nämlich ein Interview mit einem Wirtschaftsexperten. 那到底什么是 Soho? 这种工作形式又有哪些特征?在哪个领域这种工作方式出现的比较频繁?所有这些问题的答案都可以在我们今天这节课要处理的听力课文，也就是一位经济学专家的访问中找到。好，在这节课上，我们首先将学习若干和听力课文有关的词汇，然后我们将通过听力课文一起来了解 Zoho 这种新型的工作方式。最后，在词汇拓展部分，我们还将学习若干在Arbeiten 这个动词前面加上不可分前缀或者可分前缀派生出来得到不同动词的含义以及用法。好，那就让我们赶紧开始今天的学习内容吧。Lernen wir zuerst die Vokabeln, die in den Hörtext vorkommen werden. 首先，让我们来学习在听力理解中会出现的单词。Erstellen, erstellen.及物动词，制定
或者完成。因为它是及物动词，所以一般通过加上四个宾语 etwas erstellen 来构成它的词组和搭配。etwas erstellen bedeutet besonders einen Text oder einen Plan fertig machen. 完成文章的撰写或者计划的制定，我们就可以用 erstellen 这个动词。Auf Deutsch können wir auch etwas ausarbeiten sagen. 那德语里有一个同义词叫做 ausarbeiten， 这个前缀是不是还蛮形象的呢？不管是撰写一篇文章，或者是制定一个计划，其实都是通过工作把这个文章或者计划做出来、输出。所以通过前缀 aus 和加上动词 arbeiten 的复合是非常合适的。Erstellen 的名词是 die Erstellung， die Erstellung。Erfassen， erfassen， 同样是及物动词。Etwas erfassen。Etwas erfassen bedeutet einen Text oder etwas ähnliches meist am Computer tippen. Erfassen 的含义非常多，那在我们的听力课文中，它指的是在电脑上输入录入一篇文章，也就是我们通常说的文本输入。那输入录入文本的名词就可以是 die Texterfassung， die Texterfassungen。Der Zeitabstand, die Zeitabstände. Der Zeitabstand, die Zeitabstände. 时间间隔。Abstand 本身就是距离的意思。Abstand 既可以指空间上的距离，也可以指时间上的距离。那加上 Zeit 就更没有歧义了。Unter den Zeitabstand versteht man den Abstand zwischen zwei Zeitpunkten.Zeitlicher Abstand. 我们说的时间间隔指的就是两个时间点中间的那个时间段。Umwandeln. Umwandeln. 及物动词把什么转变成什么。我们已经讲过 wandeln 就是 enden 的意思，而前缀 um 有转换的意思。比如不及物动词 umziehen。指的就是搬家，因为搬家就是住宿地点的转换。及物动词 umziehen 指的是换衣服。同学们记得吗？穿衣服叫 anziehen， 让衣服到我们身上来，脱衣服叫 ausziehen， 而换衣服叫 umziehen， 是衣服的转换。换乘车辆叫什么？ umsteigen， 因为也是乘坐交通工具的转换。所以转变，当我们强调把一样东西变成另外一样东西的时候，我们就可以用 umwandeln 这个及物动词。不过同学们要注意一下， umwandeln 因为强调把一样东西转变成另一样东西，所以通常和介词 in 搭配。 etwas in etwas umwandeln， etwas in etwas umwandeln。 有没有一种把前面的四个宾语脱胎换骨的换成后面这个 etwas 的感觉呢？ Das heißt etwas zu etwas anderem machen oder umgestalten， umgestalten 重新构建，重新构造。 Zum Beispiel die alte Mühle in ein Restaurant umwandeln， 把这个老磨坊改建为一家饭店。因为磨坊已经不再是磨坊，而是脱胎换骨变成另外一样东西了。Die Routine Tätigkeit, die Routine Tätigkeit, die Routine Tätigkeit, die Routine Tätigkeit, 程序性的工作，例行公事。我们之前见过 routine 这个单词， routine 的意思有点像一成不变的套路。那如果你的工作是在流水线的边上，一天到晚重复同一个动作，那我就可以说我做的是 Routine Tätigkeit. Der intellektuelle Gehalt, der intellektuelle Gehalt, 知识含量。同学们要注意 Gehalt 这个名词有两个词性，两个含义。做中性的时候 das Gehalt, die Gehalt, 它的含义是指薪水、报酬。
那么也就是一般的 Angestellte, 一般的职员、白领拿的工资都可以叫 Gehalt。但是做阳性的时候，它是含量的意思。比如说，这种鱼的脂肪含量是很低的，那么这个脂肪含量我们就可以叫做 Der Fettgehalt, Fettgehalt。前面的形容词 intellectuell 是智力的或者才智的意思。那我们如果把这个形容词名词化的话 ,their intellectuelle, the intellectuellen, 通常就可以拿来指知识分子或者脑力工作者。那么这两个词合在一起 ,their intellectuelle Gehalt, 就可以指知识含量。Die Prognose, 预测估计。那对于什么的预测，对于什么的估计，我们是用介词 zu 的。Eine Prognose zu etwas. Prognose 这个单词一般比较多用在书面语里面，表示预测预计。Das ist eine wissenschaftlich begründete Aussage darüber,wie sich etwas entwickeln wird. 也就是预言某物未来会呈如何的发展趋势。Prognose 表示的预言往往是可以通过科学的方法进行论证的。也就是 Prognose 不是毫无根据的预言或者预测，而是拥有一定理由的预言或者预测。在德语中也可以用 Vorhersage 这个词来表示预测。是不是也很形象呢 ?Vorher 就是事先之前的意思。在事情发生之前就已经说出来的话，那当然就是预测了。Die Vorhersage. Sehen wir ein Beispiel. Die Prognosen zum Ausgang einer Wahl. 对于选举结果的预测。Vielversprechend. 第一分词。前景美好的，这个第一分词有两部分组成 ，feel 就相当于 much，versprechend 是动词 ，versprechen 承诺的第一分词，就有点相当于 promising。Vielversprechend bedeutet so, dass man etwas sehr Gutes, Positives erwarten kann， 也就是这样东西，我们对它的预计可以预计有非常美好的或者非常积极的结果。它的反义词是 enttäuschend， 令人失望的。Zum Beispiel, der Tag fing mit schönem Wetter und einem guten Frühstück sehr vielversprechend an。美好的天气和丰盛的早餐都预示着今天将是完美的一天。Ja gut。Das sind alle wichtigen Wörter für den Hörtext. Und jetzt können Sie den Text hören und die folgenden Fragen beantworten. 好，在学习了听力理解课文相对比较重要的单词之后，现在就请大家来听课文，并且完成课文相关的问题吧。那舒老师在前面有提醒过大家 ，In diesem Hörtext.Geht es um ein Interview mit einem Wirtschaftsexperten? 这篇听力课文涉及的是对一位经济学专家的采访。Deshalb können wir erschließen, wer die meisten Informationen über die Arbeitsform Soho geben wird. 所以，其实我们可以推断出，在这篇听力课文中，是谁将给出关于这种新型的工作形式，也就是 Zoho 的大部分信息。 Bitte hören Sie gut zu und finden Sie die Antworten auf die entsprechenden Fragen. Lektion 20, Text B. Soho, eine neue Arbeitsform. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir Herrn Ulrich Klotz im Studio, der uns etwas über die neue Arbeitsform Soho berichten wird.
Herr Klotz ist Wirtschaftsexperte und arbeitet als Professor an der Universität Mainz. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Informationsgesellschaft und Zukunft der Arbeit. Herr Klotz, können Sie unseren Hörern zuerst erläutern, was SOHO eigentlich bedeutet? Das Wort SOHO ist eine Abkürzung aus dem Englischen und steht für Small Offices and Home Offices. Das heißt auf Deutsch, in kleinen Büros oder zu Hause arbeiten. Diese Arbeitsform gibt es erst seit wenigen Jahren und sie existiert vor allem im Dienstleistungsbereich, wie zum Beispiel Übersetzungsdienst, Erstellung von Bauplänen, Computerberatung oder Textverfassungs- und Schreibdienst. Diese Arbeit wird meistens am Computer gemacht. Man kann also auch von zu Hause aus arbeiten und die Aufträge von Unternehmen oder privaten Haushalten erledigen, ohne in ein Büro im traditionellen Sinne gehen zu müssen. Was bedeutet diese Veränderung für die Arbeitnehmer? Mit Hilfe der Computer- und Telekommunikationstechnik können nun viele Tätigkeiten von den Zwängen, die die Industrialisierung mit sich brachte, befreit werden. Das heißt, die Arbeitnehmer sind nicht mehr gezwungen, in einem bestimmten Raum oder in bestimmten Zeitabständen zu arbeiten. Stattdessen können sie überall und jederzeit ihre Arbeit erledigen, wie es ihnen gerade passt. Sie können also ihre Arbeitszeit selbst regeln. Dabei werden die Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit, Wohnort und Arbeitsraum sowie zwischen abhängiger und selbstständiger Beschäftigung zunehmend unscharf, also nicht mehr klar voneinander getrennt. Was sind die typischen Merkmale der Arbeit in einer Informationsgesellschaft? Die typischen Merkmale der neueren Arbeit sind, Daten in Bedeutung und in Wissen umzuwandeln. Durch die zunehmende Automatisierung von Routinetätigkeiten erhöht sich der intellektuelle Gehalt der Arbeit. Das heißt, sie erfordern zunehmend die Fähigkeit, Informationen zu verstehen, auf sie zu reagieren, sie zu verwalten und natürlich auch mit so vielen Informationen effektiv umgehen zu können. Laut aktuellen Prognosen werden schon in Zukunft 4/5 aller menschlichen Arbeit aus dem Umgang mit Informationen bestehen. Beraten, informieren, forschen, entwickeln, organisieren, vernetzen, managen, recherchieren, gestalten und präsentieren. Das alles sind typische Formen der zukünftigen Arbeit. Das hört sich alles sehr vielversprechend an. Gibt es da auch Nachteile? Jede Veränderung hat Licht- und Schattenseiten. Wenn man überall und jederzeit arbeiten kann, dann heißt nie mehr ins Büro, auch manchmal nie mehr Feierabend. Wenn Menschen nach dem Arbeitsergebnis und nicht mehr nach der Anwesenheitszeit bezahlt werden, dann passiert Ähnliches. Mit anderen Worten, wir müssen erst lernen, mit den neuen Freiheiten sinnvoll umzugehen. Wir danken Ihnen ganz herzlich für die Informationen, Herr Klotz. In diesem Interview interviewt eine Moderatorin Herrn Professor Ulrich Klotz.
在这篇采访中，一位女主持人采访了 Ulrich Klotz 教授。Am Anfang des Interviews grüßte die Moderatorin zuerst die Zuhörer dieser Sendung. 那么在这个采访的一开始，这位主持人首先对这一档节目的听众表示了问候。Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. 各位听众朋友们，晚上好。这里的 Hörerinnen und Hörer 就相当于 Zuhörerinnen und Zuhörer. Daraus können wir auch erschließen, dass diese Sendung nicht im Fernsehen, sondern im Rundfunk stattfindet. 那么从这个词我们也可以推导出，这档节目并不是一个电视节目，而是电台节目。Nach den Grüßen der Zuhörer stellt die Moderatorin den heutigen Gast, nämlich Herrn Professor Ulrich Klotz vor. 那么在向听众朋友们问好之后，主持人呢就介绍了今天的嘉宾，也就是 Ulrich Klotz 教授。第一道题目其实问的就是 Klotz 先生的相关信息。Was wissen Sie über Herrn Klotz? Heute haben wir Herrn Ulrich Klotz im Studio, der uns etwas über die neue Arbeitsform SOHO berichten wird. 今天我们请到了 Ulrich Klotz 先生，他将和我们一起来聊一聊新型的工作形式 SOHO。注意，这里有一个词叫 Studio, das Studio。Studio 一般可以用来指工作室，那么像电视台、电台的演播室也用的是这个单词。这句话既介绍了今天的嘉宾，又涉及了这期节目的主题，也就是 eine neue Arbeitsform SOHO。Herr Klotz ist Wirtschaftsexperte und arbeitet als Professor an der Universität Mainz。从这句话开始，主持人就开始了对于 Klotz 先生的具体介绍。Klotz 先生呢，是一位经济学专家，同时也是美因茨大学的教授。beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Informationsgesellschaft und Zukunft der Arbeit。这个词组 sich mit etwas beschäftigen， 同学们应该已经非常熟悉了吧？多年来，他一直在从事信息社会以及工作未来发展方面的研究。这两句话正好给出了题目 R 的答案，也就是关于 Klotz 先生的基本信息。Herr Klotz, können Sie unserem Hören zuerst erläutern, was SOHO eigentlich bedeutet? 这里有一个 erläutern, erläutern bedeutet erklären。Klotz 先生，您能不能先跟我们的听众们讲一讲 SOHO 到底是什么意思呢？主持人通过这句话不仅提出了他的第一个问题，也把话语权交给了 Klotz 先生。那这个问题涉及的是 SOHO 的定义。同学们应该记得 B 这道题问的就是在我们的听力课文中对于 SOHO 这个单词是如何解释的。那听到这句信号句呢，大家就要集中精力来记答案了。Das Wort SOHO ist eine Abkürzung aus dem Englischen und steht für Small Offices and Home Offices. Das heißt auf Deutsch in kleinen Büros oder zu Hause arbeiten.SOHO 是英语来源的缩写 ,the abkürzung 缩写。它代表的是 small offices and home offices。stehen für 这个词组是代表的意思。那么这个 SOHO 这四个字母啊 ,diese vier Buchstaben stehen für small offices and home offices。也就是在小型办公室或者居家工作的意思。那么这个解释其实就是 SOHO 这个定义的解释。Diese Arbeitsform gibt es erst seit wenigen Jahren und sie existiert vor allem im Dienstleistungsbereich, wie zum Beispiel Übersetzungsdienst, Erstellung von Bauplänen, Computerberatung oder Textverfassungs- und Schreibdienst. 这种新型的工作方式出现并没有几年。而且首先存在于服务性领域 Dienstleistungsbereich
服务领域、服务行业，比如说像翻译 Übersetzungsdienst， 比如说像建筑图纸的绘制 Erstellung von Bauplänen， 电脑咨询 Computerberatung， 或者呢文本输入、文本撰写这样的工作 Textverfassungs und Schreibdienst。 Textverfassungsdienst 指的是文本在电脑上的输入，那 Schreibdienst 指的就是文本撰写的服务了。这句话正好给出了问题 C 的答案。 In welchem Bereich gibt es diese Arbeitsform am häufigsten？ 那在什么样的领域这种工作形式最常见呢？ Am häufigsten， 同学们在听力课文中找到对应的词是哪个？应该是 vor allem， 出现最频繁，那么也就是最主要出现在哪个领域了。那这种工作形式为何在服务性行业中会比较常见呢？听力课文的后面给出了答案。 Diese Arbeit wird meistens am Computer gemacht， 因为这类工作通常是在电脑上完成的。 Man kann also auch von zu Hause aus arbeiten und die Aufträge von Unternehmen oder privaten Haushalten erledigen, ohne in ein Büro im traditionellen Sinne gehen zu müssen。 这样一来，我只要一台电脑就可以工作了，那我就可以在家工作，在家完成不同企业甚至是不同个人私人交付我的任务。 Die Aufträge erledigen， 完成委托，完成任务，而不必去传统意义上的办公室上班了。最后一个句子有一个 ohne zu 的代促不定式结构，它表示主句无论如何都会发生，而无需代促不定式中的事情同时伴随发生，那也就是无需去传统意义上的办公室就可以完成各项工作了。在 Klotz 教授对 Zoho 这种工作形式给出定义之后，主持人又提出了下一个问题。 Was bedeutet diese Veränderung für die Arbeitnehmer？ 那对于雇员来说，这一变化意味着什么呢？这恰好是题目 Day 需要的答案。Klotz 教授解释说， Mit Hilfe der Computer- und Telekommunikationstechnik können nun viele Tätigkeiten von den Zwängen, die die Industrialisierung mit sich brachte, befreit werden. 同学们注意一下动词 befreien 的用法， jemanden oder etwas von etwas befreien，把某人或者某物从什么的束缚中解放出来。那这句话的意思是借助于电脑以及通信技术，那么越来越多的工作都可以从工业化所带来的束缚中解脱出来。这里的关系从句 die 指的是前面的 zwingen， 也就是动词 zwingen 的名词 zwang， 强迫、束缚。Die Industrialisierung mit sich brachte， 意思是工业化与之同时带来了很多对于我们的约束，但是随着电脑和通信技术的发展，现在很多工作可以把自己从这种束缚中解放出来了。 Das heißt, die Arbeitnehmer sind nicht mehr gezwungen,in einem bestimmten Raum oder in bestimmten Zeitabständen zu arbeiten。 这也意味着劳动者无需在固定的场所或者说固定的时间间隔工作。这句话里面有一个 zwingen 的第二分词 sind nicht mehr gezwungen。 什么叫做被强迫？其实意思就是 müssen。 Das heißt, die ArbeitnehmerMüssen nicht mehr in einem bestimmten Raum oder in bestimmten Zeitabständen arbeiten. In einem bestimmten Raum, 在一个特定的空间，在一个特定的房间里。In bestimmten Zeitabständen, 意思就是每隔一段特定的时间就要去工作了。比如我们朝九晚五工作的话，那么早上九点到下午五点的工作时间是固定，不能改变的。
Stattdessen können Sie überall und jederzeit Ihre Arbeit erledigen, wie es Ihnen gerade passt. 相反，劳动者，也就是雇员，可以按照自己的需求来安排自己的工作，他们可以随时随地完成他们的工作。Überall， 处处，到处。Jederzeit， 随时。Ihre Arbeit erledigen， 完成他们的工作。后面有个词组叫 es passt jemanden， es passt jemanden， 也就是某事很适合某人。Wie es Ihnen gerade passt， 也就是我什么时候工作，在哪里工作合适，那我就在什么时候什么地方工作，再也不用受到工作地点和时间的束缚。Sie können also Ihre Arbeitszeit selbst regeln， 雇员们可以自己规定自己的工作时间。Dabei werden die Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit, Wohnort und Arbeitsraum sowie zwischen abhängiger und selbstständiger Beschäftigung zunehmend unscharf, also nicht mehr klar voneinander getrennt. 这样一来，工作时间和业余时间，居住地和工作地点，以及为他人工作和独立工作之间的界限会变得越来越模糊，越来越不清楚。Unscharf， 不清晰的，也就是他们之间越来越难进行清晰的划分。好，这一段回答的就是对于工作者，对于雇员来说，新型的工作形式 Zoho 意味着什么。好，主持人又问道， Was sind die typischen Merkmale der Arbeit in einer Informationsgesellschaft? 信息社会中工作的典型特征是什么？ Die typischen Merkmale der neuen Arbeit sind Daten in Bedeutung und in Wissen umzuwandeln. 新型工作的典型特征是将数据转化为意义和知识。这句话恰好也是问题 A 的答案。同学们注意，这里有我们刚学过的 etwas in etwas umwandeln。题目里用的是 neue Arbeitsform， 新的工作形式。我们听力课文里用了一个相对比较级， die neuere Arbeit， 就是还比较新的工作。其实他们指的都是新型的工作形式。Durch die zunehmende Automatisierung von Routinetätigkeiten erhöht sich der intellektuelle Gehalt der Arbeit. 随着程序化工作越来越多的自动化，那么工作的知识含量提高了。这里的 Automatisierung von Routinetätigkeiten 指的就是那种简单的一成不变的工作都由机器来完成了，自动化了。那么这样一来，我们工作所要求的知识含量就增加了。Etwas erhöht sich， 本质的意思就是 etwas steigt， etwas nimmt zu， 在增长。Das heißt, sie erfordert zunehmend die Fähigkeit, Informationen zu verstehen, auf sie zu reagieren, sie zu verwalten und natürlich auch,mit so vielen Informationen effektiv umgehen zu können. 所以现在的工作，它越来越多地要求从业者可以具备这样的能力，要有能力去理解信息，对信息做出反应， auf Informationen reagieren， 要有能力管理信息， verwalten 就是管理的意思。当然，同时要具备可以高效处理众多信息的能力。这里用到了不及物动词 umgehen， mit etwas umgehen， 和什么打交道。那这里的 mit Informationen umgehen 指的就是处理信息的意思。Laut aktuellen Prognosen werden schon in Zukunft 4/5 aller menschlichen Arbeit aus dem Umgang mit Informationen bestehen. Bestehen aus 有什么组成？根据最新的预测，未来五分之四的所有人类工作都是由处理数据组成的。Umgang mit Information， 注意这里的 Umgang 就是前面那个句子里umgehen 的名词形式，
不管是动词 umgehen 还是名词 umgang 都搭配介词 mit。 为什么这么说呢？处理信息包含哪方面的工作呢？ beraten 咨询， informieren 告知通知， forschen 研究， entwickeln 研发， organisieren 组织， vernetzen 网络化， managen 管理， recherchieren 查询信息， gestalten 构建， und präsentieren 展示。 Das alles sind typische Formen der zukünftigen Arbeit。 那所有列举的这些都是未来工作的典型形式。这里回答了 F 的题目，也就是未来我们是如何处理信息的。在这些众多的可能性中，只要选择三个就可以了。好，主持人又提出了他的最后一个问题。Das hört sich alles sehr vielversprechend an. Gibt es da auch Nachteile? 听起来这种新的工作形式前景不错。注意这里的 etwas hört sich irgendwie an. Etwas hört sich irgendwie an 就是 etwas klingt irgendwie 的意思。听起来如何？在前面的访问中 ，Claude 教授为我们描述的 Zoho 这种工作形式的前景非常的美好，所以主持人想了解一下它是否也具有某些缺点，也就是最后一道题目 Gay 想要了解的答案。Jede Veränderung hat Licht und Schattenseiten。每一个改变都有优缺点。这里的 Licht und Schattenseiten 我们已经学过了，就相当于 Vor- und Nachteile。 Wenn man überall und jederzeit arbeiten kann, dann heißt nie mehr ins Büro, auch manchmal nie mehr Feierabend。 如果我们真的可以随时随地随时工作的话，那可能永远不用去办公室，有时也会意味着永远下不了班。Wir Menschen nach dem Arbeitsergebnis und nicht mehr nach der Anwesenheitszeit bezahlt werden, dann passiert Ähnliches. 如果我们不是按照上班的时间来支付报酬，而是按照工作成果、工作业绩来支付报酬的话，也会发生相似的事情。Anwesenheit, 出席。那什么叫 Anwesenheitszeit? 也就是你在单位出现的时间。Arbeitsergebnis 是你的劳动工作成果。那么一旦我们只根据成果，不根据你工作的时间来支付报酬的话，那很有可能也下不了班，因为多劳多得嘛。最后一个单词 ,ähnliches, 是形容词做名词，指的是和前一句相似的情况，也就是 nie mehr Feierabend。Mit anderen Worten。换而言之， wir müssen erst lernen, mit den neuen Freiheiten sinnvoll umzugehen. 换而言之，我们首先得学会如何合理地运用我们得到的自由。也就是，如果我们选用了 Zoho 这样的工作形式，我们不用去单位了，我们可以自己安排自己的工作时间。从某种意义上，这是一种 Freiheit。可是，我们首先要知道如何利用如何处理这些 Freiheit， 不然的话就可能会导致 nie mehr Feierabend， 再也下不了班，无时无刻都在工作的结果。 Am Ende des Interviews bedankt sich die Moderatorin bei Herrn Klotz für das Gespräch。 在采访的最后，主持人向 Klotz 先生表达了感谢。 Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Informationen, Herr KlotzClaude 先生，我们衷心感谢您提供的这些信息。Ja gut, durch das Interview haben wir uns darüber informiert, was die neue Arbeitsform Zoho eigentlich ist, welche typischen Merkmale sie besitzt und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen kann. 通过这篇听力课文，我们对新的工作形式 Zoho有了一定的了解。Und möchten Sie diese Arbeitsform probieren? 不知道同学们愿不愿意尝试一下这种工作形式呢？
Meiner Meinung nach ist es sehr schön und praktisch, zu Hause zu arbeiten. 在家里工作还是很方便，还是很好的。Man braucht nicht mehr ins Büro zu fahren und kann dadurch viel Zeit sparen. 如果不用去办公室上班的话，那路上的时间就被节省下来了。Wenn immer mehr Leute zu Hause die Aufträge erledigen, dann sind immer weniger Leute unterwegs und dadurch werden weniger Kohlendioxide ausgestoßen. Und damit kann man die Umwelt besser schützen. 如果越来越多的人留在家里工作，那么也就是越来越少的人需要去上班，那么使用的交通工具少了，排放的二氧化碳也就少了，对于环境也是一种保护。Aber Soho hat auch Nachteile. Wenn man zu Hause arbeitet, kann man sehr leicht, zum Beispiel vom Fernsehen oder vom Internet oder von dem Handy abgelenkt werden. 如果在家工作，应该很容易受到电脑、电视或者手机的影响吧，就很难区分家庭生活和工作状态。那如果家里有小孩的话，那小孩哭闹了也会影响你的工作。Außerdem hat man auch keine oder weniger Kontakte mit Kollegen, wenn man zu Hause arbeitet. 另外一方面，如果在家工作的话，那和同事的联系也就变少了。Yeah, jedes Ding hat Licht- und Schattenseite. Was würden Sie sagen? 好吧，万事都有两面性，不知道同学们又会做什么样的选择，又有什么样的观点呢？ Ja gut, am Ende dieser Stunde machen wir noch zwei Wortschatzübungen.Um unseren Wortschatz in Bezug auf Arbeiten zu erweitern. 在这节课的最后，再让我们通过两个词汇拓展练习，来扩展一下关于 Arbeiten 的动词。我们会见到一系列和 Arbeiten 长得很像，在 Arbeiten 这个动词前面加上可分前缀或者不可分前缀的动词。Machen wir zuerst Übung 1.Versuchen Sie bitte anhand der Beispielsätze die Bedeutungen der folgenden Verben zu erkennen. 大家会在下面这个练习里看到很多例句，请同学们通过例句来猜测下列动词的含义。这个练习的难度应该不高吧？通过例句，动词的意思应该还是比较明显的。Es ist nicht schwer, die Bedeutung der Verben aus dem Kontext zu erschließen. 我们一起来看一下。首先 ,arbeiten, 对大家来说是再熟悉不过了。不过要注意的是，这个动词是一个不及物动词。所以如果我说我在哪件事上工作，也就是在忙什么的话，我们需要加上介词 an, 后面加上三格宾语。Stefan arbeitet an einem Referat über die erste industrielle Revolution. Stefan 在忙什么？他在做什么？哦，他在准备一场关于第一次工业革命的报告。Das Referat
通常是同级之间做的报告，什么意思？同学给同学做的报告，或者说同事给同事做的报告，就可以叫 Referat。 这里的介词 an 表示的就是 Stefan 在做什么呢？因为 Arbeiten 不及物，所以我们用 an， 就好比我们坐在书桌或者坐在电脑边上的状态。Diese Dampfmaschinen sind schon 100 Jahre alt und arbeiten nicht mehr so gut wie früher. 这就是 arbeiten 的本意了。这些蒸汽机其实已经有100年的历史，所以他们现在运转的没有以前那么好了。这里的 arbeiten 其实就是 laufen 或者 funktionieren 的含义。好，看一下第二个可分动词Ausarbeiten, ausarbeiten. 同学们记不记得今天这节课在讲哪个动词的时候，舒老师用过 ausarbeiten? 对了，是 erstellen, 制定、拟定、撰写都可以。那当时舒老师说的是通过工作把它做出来，把它拟出来、写出来，就可以用这个 ausarbeiten。所以呢 ,ausarbeiten 就可以算作是 erstellen 的同义词。它的意思是 etwas, das als Entwurf oder Plan schon vorhanden ist, bis ins Detail fertig machen。什么意思？把现有的一个想法、一个设计或者一个计划细节化，也就是把它都写出来、拟出来，就叫做 ausarbeiten。好，我们来看一下例句。Ich brauche ziemlich viel Zeit, um einen Vortrag über die Ursachen der industriellen Revolution in einer endgültigen Form auszuarbeiten. 我需要很多时间来完成那份关于工业革命起因的报告最终版。这里 ausarbeiten 搭配的名词就是 einen Vortrag ausarbeiten。我们同样可以把这里的 ausarbeiten 换成 erstellen。Einen Vortrag erstellen. 同学们注意一下 Vortrag 和 Referat 的区别。Der Vortrag 不是同级间的报告，比如说教授给同学们做一个报告，领导给员工做一个报告，我们就可以叫做 Vortrag。 下一个动词是 erarbeiten。 erarbeiten 的及物动词用法就跟刚刚我们所说的 erstellen或者说 ausarbeiten 是一样的，它解释为制定计划或者拟就某一个文本。Das heißt, einen meist relativ langen Text schreiben, in den ein Plan, eine Idee oder ähnliches genau und bis in die Einzelheiten dargestellt wird. 同学们看这个解释是不是和前面的 ausarbeiten 的解释非常的像呢？也就是把原本存在的一个计划或者想法写细致、写完整、写成一个长的文章。Zum Beispiel, die Kommission hat einen Bericht über das Waldsterben erarbeitet. 这个委员会拟定出或者撰写了一份关于森林消亡的报道。那在我们的表格中用的不是这个意思，因为在我们刚刚的练习里面，它选用的是它的反身用法，也是一个非常重要的用法，叫 sich etwas irgendwie erarbeiten， irgendwie 可以省略， sich etwas irgendwie erarbeiten， 解释为赚得、赚到什么。 Das heißt etwas durch Arbeit bekommen oder erreichen，强调的是通过工作赚得、赢得什么。Zum Beispiel, er hat sich sein Haus hart erarbeiten müssen. 为了买他那幢房子，他不得不辛劳的工作，也就是通过工作才能够买下那套房子。那么既然这个词组表示通过辛苦的工作才能得到某样东西，所以我们也可以把它引申为通过辛苦的学习才能掌握什么样的知识。 Das heißt, etwas lernen, indem man sich intensiv damit beschäftigt. 通过辛苦的学习才学会掌握什么。那同学们觉得我们例句里的这个 sich erarbeiten 是哪一层含义呢？
Auch wenn ein Bauer sein ganzes Leben lang fleißig ist, kann er sich kein großes Vermögen erarbeiten. 这里讲到了 Vermögen 是财产、财富的意思，所以这个 sich erarbeiten 是我们刚刚说的第一个含义。即使一个农民他整整的一生都在辛苦的、勤劳的工作着，但是他的一生也无法赚取大笔的财富，也就是农民一生的积蓄是非常有限的。好，接下去我们看后面一个动词 mitarbeiten， 这个对同学们来说应该再熟悉不过了，因为 mit 这个前缀有表示共同、一起，也就是 zusammen 的含义，所以 mitarbeiten 那当然就是一起工作了。Ich finde deinen Vorschlag klasse， 我觉得你的建议很棒。Auf jeden Fall werde ich mitarbeiten und meinen persönlichen Beitrag dazu leisten. 不管怎么样，我都会参与这件事情，并且给出我个人的一点点小小的贡献。这里的 Beitrag zu etwas leisten 我们也学过，对某事做出贡献。好，后面一个 überarbeiten， 同学们一定要注意，是不可分动词 überarbeiten。我没有念成 überarbeiten， 我念的是 überarbeiten。überarbeiten 这个及物动词呢，解释为再次修改、加工。同学们可以这样理解 ，über 这个介词有在什么什么上面的意思。那同学们修改自己的作文的时候，是不是就把新的内容写到原来的内容上面去呢？所以 etwas überarbeiten bedeutet。Noch einmal an etwas arbeiten, um es besser zu machen. 再做一遍，为了让它做得更好。看一下例句。Mein Lehrer hat meinen Aufsatz einmal durchgelesen und mich auf einige Fehler hingewiesen. 老师读了一遍我的作文，并且提示我注意其中的几个错误。Auf etwas hinweisen, 提示某人注意什么。Der Aufsatz muss also noch einmal überarbeitet werden. 因为还有错误，所以这篇作文还需要再修改。好， überarbeiten 还有一个反身的用法，叫 sich überarbeiten。sich überarbeiten， 注意在用反身的时候，主语只能是人，因为这里的 über 有超过的意思。同学们想一想，如果我说哎呀现在的学生负担好重啊，我们德语里面叫 überfordert， 也就是家长、老师、学校对于学生的要求超过了正常的要求。所以在反身的动词里面，这个 überarbeiten 的 über 也是超越的意思，也就是我工作的比我可以承受的要来得多，所以也就是工作劳累过度的意思。 Das heißt so viel arbeiten,bis man erschöpft ist, die Gesundheit in Gefahr ist. 拼命工作，直到自己精疲力尽，直到自己的健康面临威胁。看一下例句。Viele berufstätigen Frauen sind durch den Haushalt und den Beruf doppelt belastet. Sie überarbeiten sich ganz eindeutig. 很多职业女性面临的是家务和职业的双重压力。他们明显是操劳过度了。好，最后一个动词 verarbeiten， verarbeiten， verarbeiten 也是一个及物动词，解释为把什么加工成什么。Das heißt etwas als Material verwenden und daraus etwas herstellen， 也就是它的宾语通常就是它使用的原材料，然后把这个原材料加工成什么，我们一般会用一个介词 zu， etwas zu etwas verarbeiten， etwas zu etwas verarbeiten， 把什么加工成什么。 zum Beispiel Holz zu einem Schrank verarbeiten， 把木头加工成一个柜子。 In einer Schmiede wird Metall verarbeitet，在铁匠铺，我们可以对金属进行加工，这是一句被动态 ，metal wird verarbeitet。好，除了加工业、制造业中的加工
Verarbeiten 也可以指我们人脑对于事物的加工。Das heißt etwas psychisch oder rational bewältigen, 也就是在心理或者理智上消化理解某事。所以我们可以翻译成领悟、领会。Zum Beispiel, der Goldschmied verarbeitet das Gold zu einer Halskette. 这就是用了 verarbeiten 的基本意。那位金匠把这块金子加工成了一条项链。Ich habe auf dieser Reise so viel gesehen, ich muss jetzt erst diese Eindrücke verarbeiten. 在旅程中我见了这么多的事物，所以现在我首先要把这些印象消化一下。这里的 verarbeiten 就是我们刚刚说的第二层意思，领悟、领会、消化一下。Eben haben wir durch Beispielsätze die Bedeutungen dieser Verben erschlossen. 刚刚我们通过例句推导出了这些动词的含义，那舒老师也讲了这些动词的用法。Und jetzt machen Sie bitte noch eine Übung. Ordnen Sie bitte den Verben die Erklärungen zu. 请同学们根据我们刚刚的讲解和例句，为这些动词找出相应的解释。In dieser Stunde hat uns ein Interview vorgestellt, was die neue Arbeitsform Soho bedeutet. Und in der nächsten Stunde werden wir noch eine schriftliche Übung zu diesem Thema machen. Wir werden lernen, wie man eine Grafik beschreiben kann. 在这节课上，我们通过一篇采访，了解了新型的工作形式 Soho。那么在下节课上，我们将就这个主题来完成一个写作练习。我们将借助 Zoho 这个主题学习如何来描述图表，并从图表信息中得出正确的结论。Ja gut, machen wir für diese Stunde Schluss. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. 那我们今天这节课就上到这里，我们下节课再见。